Und wieder nachdem der Herr mich rufen ließ, gab ich den Herrn die Hand. Sprechen konnte ich nicht. Der Herr sagte, Sie kommen ja bald wieder und wieder auf den Berg, wo Ihre Heimat ist. Auch achten Sie darauf, dass Sie als Kraftfahrer eingeteilt werden, dann geht es gut. Schon als mich der Herr rufen ließ, muss ich sehr verstört ausgesehen haben. Ich klopfte an, öffnete die Tür, da sprang der Ajax gegen die Tür, aber ein Ruf des Herrn hielt ihn zurück. Ajax war so unruhig. Der Herr sprach, komm uns nur herein. Haben Sie nur Vertrauen, Herr Wagner, dann wird alles gut gehen. Die Überzeugung wird Sie immer und das Vertrauen begleiten. Halten Sie die Empfindung wach, dann sind wir stets beisammen. Denken Sie an den Vortrag, die Wunde. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erleben zur weiteren Reife Ihres Geistes, dass Sie meine Hand stets ergreifen können. Das wissen Sie ja, so wird Ihnen nie Ernstliches geschehen. Der Herr war so ruhig, voll Güte. Mir kam er vor, als leuchtete die ganze Gestalt. Eine Kraftwelle strömte aus ihm, voll Strenge, aber voll himmlischer Liebe. Dabei hatte ich eine Schauung, wie eine Lichtgestalt uns Menschen verbindet mit dem Herrn, der wie eine feurige Kugel war, nach oben ziehend. Die Docke stand wie ein Held als Wache, herrlich gekleidet neben der leuchtenden Gestalt des Herrn. Es war beim Herrn immer ein Abstand. Ich hätte es nie fertig gebracht, den Herrn näher zu kommen. Denn der Herr hatte und wird nie einen Freund haben können. Selbst wenn er sich noch so verbindet und verbindet zeigte. Er war der Herr Immanuel, der Geist Gottes. Das muss jedem klar sein. Alles andere ist Schmuserei im höchsten Grad. Und wieder reichte mir der Herr die Hand zum Abschied für kurze Zeit, wobei er mich tief ansah. Ich verbeugte mich in Demut und bangte um den Herrn. Kurz verabschiedete ich mich bei den Dornen und meiner Frau und ging zum Gartentor, was etwas weg lag vom Schweizerhof. Beim Zauntor sah ich nochmals zurück, sah zum Herrn rauf. Da winkte der Herr mir nochmals und lächelte. Ich stieg in den Zug in Kipsdorf. Dabei kam mir alles in den Sinn. Ich bat dem Herrn, er möge mir verzeihen, wenn ich was nicht recht tat. Aber eines hatte ich wollte ehrlich alles. Die Damen waren sehr kurz, kam mir vor, auch dementsprechend kühl bei der Verabschiedung. Ich wollte auch nur das Beste. Der Herr war mir alles, irdisch und geistig. Er war Mensch, verständlich und äußerst vornehm, so wie man empfindet, eben wie alles, was von oben kommt, weise und gerecht. Nach 2,5 Monaten durfte ich tatsächlich auf 10 Tage in Urlaub gehen, natürlich zum Herrn. Ich habe mich in der Ausbildung sehr tüchtig gezeigt, verstand alles ganz schnell. So wurde ich gebildet, dass ich Ausbilder wurde. Die Prüfung mit 1a bestanden. Ab hieß es in den Urlaub auf 10 Tage. Und weg war ich wieder mit. Ich hatte keine Gelegenheit, dass ich noch nach Kipsdorf geschrieben hätte. Aber als ich ankam, freute sich der Herr sehr. Als erstes begrüßte mich meine Frau am Gartentor, was immer versperrt war. Ein Hallo war im Schweizer, vom Riervolk immer freuten sich. Meine Tochter Edith war gerade bei Vollmann in Großenheim.
Nun durfte ich gleich zum Herrn hinauf ins Arbeitszimmer. Eirik stand wie immer neben den Herrn, aufpassend. Er spitzte die Ohren. Ich durfte wieder den Herrn die Hand geben, in großer Freude und Dankbarkeit. Der Herr zeigte sich auch sehr nett und freundlich. Beim Handgeben, bitte, fiel mir stark auf, als wäre er der Herr schon weit weg. Eine Kraftwelle verspürte ich, aber anders, als ich wegging. Den Herrn berichtete ich, wie alles kam, wie ich zu diesem Urlaub überhaupt kam. Da sagte er, Sie hätten das Zeug zum Offizier werden. Ich sagte, nein, nein, na, wer weiß, gab der Herr zur Antwort. Nun zum Herrn. Ich wusste es ja im Voraus, wie es dem Herrn geht, und er ging. Mir kam er gleich so entfernt vor, dass ich zutiefst erschrak. Daher hatte ich sich sogar irdisch schon zurückgezogen von dem Menschengeist. Er war wie eine Darmsaite, so empfindlich. Daher wurde die 2,5 Monate, wo ich weg war, so sehr gequält von der Gestapo. Ein Hin und Her. Es hing nur mal einen ganz, ganz dünnen Seidenfaden, dass er nicht geholt wird ins Konzentrationslager. Der Herr erzählte mir noch deutlicher vom Gehen, was bis hinauf in lichten Höhen die Engel schon spalier stehen, um den Herrn, ihren Herrn, zurückgeleiten dürfen, in sein lichtes Reich zu seinem Vater. Als der Herr dies erzählte, strahlte er ganz mächtig stark. Eingehüllt war der Herr und getragen von seinem Strom flutendem Licht. Viel gab er mir noch als Abschiedsgruß von dieser Erde und von den wirkenden Kräften in der ganzen Schöpfung. Er sprach ganz anders als sonst, fordernd, zwingend, bestimmend, aufbauend. Nun wird das heilige Schwert stärker in Tätigkeit kommen. Es brenne in jeder Seele, denn keine erfüllte so, wie es Gott, mein Vater, euch allen gegeben hat. Wo bleibt es Gelöbnis, treu nach der Empfindung zu leben, damit das heilige Gesetz erfüllt werde im ewigen Lauf, im Kreislauf der wunderbaren, herrlichen Schöpfung. Ich habe erfüllt. Nun soll es die Menschheit selber sehen nach dem Gesetz. Die Wechselwirkung wird alles andere erledigen. Wache und bete, Menschengeist, damit dich die Wechselwirkung nicht zermalmt. Der Herr sprach nur mehr so. Es wurde für die ganze Menschheit gesprochen. Er sprach, er will zu mir. Der Herr war aber so voll himmlischer Güte, wie er mir vorkam und entgegenkam. Trotzdem er unglaublich liebt. Ich kann dies gar nicht schildern. In den 10 Tagen gab er mir sehr oft Gelegenheit, wo mich der Herr sah, da mich der Herr rief. Er sagte, Sie können froh sein, Herr Wagner, es wird Ihnen nie was Ernstes geschehen. Viel Arbeit hat sich angehäuft, die nicht gemacht wurden oder immer zurückgestellt wurden. Es war ja niemand da, auch bekam er keine Kräfte. So tat ich, was ich konnte. Ich freute mich und stürzte mich auf die viele, viele Arbeit. Es ist kaum zu glauben, dass sich so viel Arbeit anhäufen konnte in den 2,5 Monaten. Vor 11 Uhr nachts gab ich keine Ruhe, aber der Herr beobachtete alles. So kam er wieder um 22:30 Uhr nachts
Nacht in den kohlen Keller wie damals, mit einer Flasche Wein unter den Arm, wie schon manchmal, und sagte: Herr Wagner, wollen Sie denn gar keine Ruhe geben? Es ist doch gleich 11 Uhr. Ja, Herr, gab ich zur Antwort, bitte, darf ich diese Tage noch ausnützen, damit das Holz und die Kohlen verräumt sind. Die vielen Reparaturen müssen auch noch gemacht werden. Der Schweizerhof war ja sowieso reparaturfähig. So gab es eigentlich ständig zu tun. Ja, so nötig wäre ein Handwerker, dachte ich. Der Herr sagte: Ja, ich versteh's. Aber jetzt müssen Sie mit Ihrer Frau die gute Flasche Wein gleich trinken. Es tut Ihnen gut und lassen Sie sich recht gut schmecken. Ich weiß ja, Sie schaffen gerne. So lächelte der Herr wieder zufrieden. Jeden Tag durfte ich eine Zeit lang noch zum Herrn allein ins Arbeitszimmer, wo er mir wieder sagte: Freuen Sie sich, dass Sie zu mir noch kommen durften, lieber Herr Wagner. Was es heißt, bei mir sein zu können, das wird Ihnen alles erst später klar werden. Wahrscheinlich nicht wie im Irdischen. Und noch mehr, wenn Sie den Weg nachschreiten, dann erst wird in Ihrem Geist es richtig bewusst werden. Wie erleben. Dann steigt Ihr Dank zum Höchsten und Sie werden erkennen, wie Sie sich ehrlich und treu mühten und dienten. Friede und Segen wird sich im reichen Maß auf Ihren Geist senken und Sie werden jauchzend den Blick nach oben richten, die hohe, reine Gnade empfangen zu dürfen, um einlösen das heilige Gelöbnis. Bleiben Sie nur, wie Sie sind. Ich dankte aus tiefstem Herzen für die hohe Gnade, die mir zuteil wurde. Ja, Sie taten es von sich aus, und das ist recht. Sie wissen, es gab genug, die schuften und arbeiten, was sie können, aber sie tragen keinen Lohn davon, weil ihre Arbeit nicht lebt. Nur verstandlich und ohne Liebe. Auch sagte der: Es ist noch nicht jeden Tag Abend. So mancher kann sich noch retten, wenn er will. Es gehört zu allem Liebe und Reinheit. Darin liegt das Große. Die Tage verflogen im Nu. So durfte ich wieder zum Herrn, als ich reinkam in sein Arbeitszimmer, um Abschied zu nehmen, stand er, der Herr, mächtig und erhaben vor mir. Ajax daneben, da schaute mich der Herr durchdringend streng an. Er sprach so in die Menschheit hinein mit den Worten: Es muss sein, da das Versagen so groß war und ist. Das heilige Gesetz will es nicht anders, weil der Mensch das Bequeme vorzieht, das schöne Edle nicht will. Hart muss der Schöpfer bleiben, um den herrlichen Bau rein zu halten. Dafür habe ich zu sorgen, und so wird es geschehen. Ich, der Herr Emanuel, der Wille meines Vaters, sandte mich als Richter. Der grüne Blitz als Schwert wird brennen dort, wo es nötig ist. Viel wird gelöst, was gebunden ist, aber viel wird gebunden zur Erfüllung im Stoff und Geistigen, damit Reinheit einziehen kann im letzten Moment. Das walte Gott, mein Vater. Dann ging es ab nach Russland, wo ich es die erste Zeit ganz schön hatte. Ich bildete gar manche Menschen, soweit es ging, nach meinen Ermessen aus, damit sie Bescheid wussten, wie sie sich im Kampf verhalten sollen.
Aber die Hauptsache war, was ich kaum anbringen konnte, ihnen die Empfindung beizubringen, da wird eben das Schicksal es machen, nach ihrem Maße des Lebenswandels. Oft schrieb ich nach Kipsdorf. Leider kam sehr wenig Post durch. Ich wusste ja, dass der Herr sehr leidet. Er sah schon sehr angegriffen aus. In ihm brannte die Kraft. In seinem Körper nicht mehr sein, wie er der Herr mir oftmals sagte und sprach. Ja, er sagte es mir, so dass ich Bescheid wissen musste. Ich weiß, wie der, als ich das letzte Mal vor dem Herrn der Welten stehen durfte und sagte, wir verwarnen, wer uns einzeln. Halten Sie durch. Es wird sehr schwer werden für Sie. Sie haben große Neider. Es wird alles anders geführt. Nicht mehr nach meinem Willen. Daher falsch. Ich gab Ihnen viel. Aber alles konnte ich Ihnen nicht geben, da Sie es selber erleben müssen. Sind Sie wach und lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist auf dem Weltenteil Ephesus kein Platz mehr für eine Lichtverankerung. Da sprang Ajax mit den Vorderbeinen plötzlich in die Höhe. Der Herr war gar nicht überrascht. Er streichelte Ajax in große Liebe. Mir kamen dabei die Tränen und konnte nichts mehr sagen. Aber wir verstehen uns, sagte der Herr. Das alles soll nur für Sie sein. Ihnen lasse ich das alles erleben. Für Ihre unerschütterliche Treue. Das Licht kann nur aufbauen, immer da, so will es das Gesetz. Natürlich ging mir dies alles sehr durch den Kopf. Sollte der Herr jetzt schon gehen müssen? Kaum konnte ich es glauben. Keine Besserung mehr gibt. Das war mir klar. Das hat mir der Herr schon eindeutig gesagt. Oft frug ich mich, was soll dann werden? Ganz nervös wurde ich. Ich konnte nicht mehr aus noch ein. Wie sagt der Herr? Durchhalten.
Unruhe stieg in mir auf, die große Sehnsucht, aber der Herr wird bald nicht mehr unter uns sein. In der Front ging es drunter und drüber. Ich sah plötzlich den Herrn vor mir, wie er von einem Flammenmeer umgeben, zurückgezogen wurde, aufgehoben. Schweißgebadet erwachte ich oft. Jeden Tag betete ich, dass vom Licht aus irgendeine Hilfe komme. Der Flammenzug sagte mir sowieso alles. Am Morgen schrie ich gleich an meine Frau. Das geschaute. Eines Tages hieß es, Unteroffizier Wagner, in die Schreibstube. In 2 Tagen geht es ab nach Berlin, weg von Russland. Berlin-Spandau, zu einem Offizierskurs. Sie sind ja Auserwählte. In mir stieg eine Freude auf. Auf 3 Wochen nach Berlin. Da werde ich bestimmt mal nach Kipsdorf kommen. Wenigstens auf einen Tag. Das ist nicht weit weg. Ich schrieb es gleich wieder. Nach Kipsdorf. Die Nacht vom 5. 6. Dezember wurde mir wieder ein Bild gezeigt. Ein wunderbares Strahlungsbild. Ein Vorgang von so schöner Art. Eine Vereinigung mit dem kreisenden Strom Ephesus zurück bis hinauf zu den höchsten Höhen. Aber bei Tag war ich gar nicht zu gebrauchen. Obwohl wir viel zu lernen hatten, diese Tage. Ich litt unglaublich. Mein Kamerad Hoppe sagte, ja, was ist mit dir los? Du wälzt dich bei Nacht hin und her, lächelst wieder. Ich sagte ihm nur, in mir geht was Großes vor, von dem ich dir nichts sagen kann. Nach 2 Tagen bekam ich Post von meiner Frau. Nur einige Zeilen. Dass uns der Herr am 6.12. 16.15 Uhr für ganz verlassen hat. In dieser Nacht, wo ich so Schönes erleben durfte, lange, lange sah ich vor mir hin. Ich hatte innerlich sehr geweint, wie so oft schon. Nun ist das Licht für ganz von dieser so schönen Erde gegangen und von uns. Mir kam alles leer vor. Ich bat, dass ich es ertragen darf. Schon jeden Abend und morgens mit der Bitte. Obwohl ich wusste, was kommen wird, aber es doch noch nicht glaubte, dass es so schnell geht. Sehr weh tat ihm, dass seine Berufenen fast alle ihn vergessen haben und versagten. Sie hätten ihm helfen müssen, die starke Kraft von Immanuel abnehmen sollen im Kreislauf. So bat ich den General gleich in der Früh, er möchte mich für 2 Tage freigeben zum Begräbnis. War leider abgelehnt. Er gab die Antwort, nur wenn Sie es schriftlich beweisen können, dass es Ihr Vater ist. Nein, sagte ich, der Herr war mir mehr. Nun blieb ich in Berlin mit den Gedanken bei unserem Herrn im Bischofswerder, wo er im Stillen der Erde übergeben wurde. Alles fing wieder zu leben an, das Zusammensein mit ihm. Alles kam über mich. Wie eine lodernde Flamme stand er vor mir. Der ganze Körper tat mir weh. In seiner eigenen Kraft musste der Herr verbrennen, die ihm nicht abgenommen wurde, besonders von den 144.000 Auserwählten, die auf Patmos den Heiligen Schwur gaben, ihm zu dienen. So musste der Herr diese so schöne Mutter Erde verlassen. Wohl seine Sendung erfüllt, aber ganz versagten fast alle Berufenen. Der Herr wurde von seinem Vater, Gott dem Herrn, zurückgezogen. Der Strahl Immanuel löste sich vom Stoff.
Der Herr sagte, nun soll die Menschheit seinen Weg ziehen, wie sie es will, die wesenhaften und Wechselwirkung Arbeit nach dem Heiligen Gesetz, dass jeder das bekommt, was er verdient. Es schloss sich der Lichtkanal ab von den Menschen, die durchdringenden Strahlen, die das Getriebe halten, den Lauf, den ewigen Lauf, heilig und strahlend im Flammenzorn, steht Immanuel über der Menschheit, die bald alles andere übertönt, während sie verzweifelt nach dem Lichtruf schreien. Aber Gott der Herr hat seine Ohren verschlossen. Er zog seinen Sohn zurück über die goldenen Tore und nahm Ruhe und Reinheit mit, dass das heilige Trigon im ewigen Kreislauf waltet und wogt. Nun steht mächtig das Gericht über der Erde. Immanuel, der Richter Gottes, aber vollzieht den Willen des Vaters nach dem heiligen ewigen Gesetz, ewigen Recht, das allein noch regieren soll auf Erden. Rascher kreisen nun bald die goldenen Ströme des ewigen Lichtes. Schneller und heftiger wirken sich die Geschehen aus. Wieder schäumet das Dunkel auf und vollbringt grauenvolle Taten in letzter Verzweiflung und in Gotteslästerung, wo Luzifers Trabanten in Wut alles an sich reißen versuchen. Aber heilig ist das Walten des ewigen Willens. Heilig, unbeschreiblich, unbegreiflich dem Menschengeiste, was er alles bekam. Nun wird euch entgegengeworfen euer Tun und Versagen. Euch, wenn, bleibt nur mehr das heilige Wissen zu eurer Rettung. Aber die Allmacht wirkt. Immanuel, der heilige Wille, regiert. Amen. Mein Dienst galt nur Gott, den Allmächtigen, Allweisen, mit seinen beiden Söhnen, Jesus Immanuel. Es strahlet das heilige Kreuz immer da. Das Kreuz. Oben Immanuel weiß. Links Parsifal lila. Rechts der Menschensohn rot. Unten Abdruschen. Grün. Das ist das strahlende Kreuz. Ewig beten die Ewigen. Herr, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Dein Wille ist wieder auf Erden in deinem Sohn. Und dein heiliges Wort wird jetzt richten und erlösen. Amen. So ist es und so war es. Amen. Dieses Niedergeschriebene ist voll Wahrheit. Wohl dem, der das versteht. Er lebt den Herrn in vollem Glanze, aber auch noch mehr, wie sehr der Herr liebt, unsagbar. Wie sind der Allmächtige zu sich nahm und den Menschen seinen gewollten Weg ziehen lässt, da das heilige Gesetz alles richten wird, wie es ihm gebührt und wie sie es verdient. Die Lichtstätte ist verlöscht, Schuld der Menschengeister. Nun wird sie sinken auf diesen Erdball. Die Liebe Gottes lässt aber doch einen Weg offen für die wenigen durch das Frühabscheiden des Herrn, die noch guten Willens sind und nicht mehr durch das Versagen der Berufenen die Möglichkeit bekamen, erstarken zu können, aufwärts zum Licht zu gelangen.
Sie können sich mit der reinen Bitte noch auf einen der fünf Weltenteile, wo es noch heller und besser ist, zur Inkarnierung erbitten, um einstens aufsteigen zu können, zu dürfen. Wenn diese Menschen beten lernen, ansonsten gibt es keinen Weg mehr. Das strahlende Kreuz, Liebe, Reinigung, schaffende Strömung nach unten zu, haltende Strahlung, waagrecht, ewiger Quell, Gott. Wieder einiges aus dem Niedergeschriebenen, was der Herr sprach, aber mit Besorgnis und warnend. Jahrelang hören und lesen die Menschen das heilige Wort, ohne einen Schritt weiterzukommen. Sie haben dabei die Einstellung, wie hoch sie stehen, wie schön dies alles zu hören und zu wissen zu dürfen. Und sie merken dabei nicht, dass sie völlig stehen bleiben. Dies muss anders werden. Denn das heilige Wort nur lesen und hören wird wie auf die Dauer fad und alltäglich. Und jeder wird ein Gewohnheitsgläubiger, Gewohnheitshörer, so wie es bei allen Kirchengläubigen geworden ist. Dies lässt das heilige Wort nicht zu. Es muss gelebt werden, ansonsten wird es wieder weggenommen auf irgendeine Art. Wenn sich das bis 1960 nicht ändert, geschieht es mit euch, dass ihr weggenommen werdet als Versager, weil ihr nicht erfüllt eure Aufgabe. Alles versäumt und könnt von irdisch nichts mitnehmen, keinen Pfennig. Dies soll euch stets vor Augen sein. Gewiss, ihr sollt es auch achten, das Irdische, und pflegen, um euch tüchtig sein. Aber als erstes soll und muss die Aufgabe gegenüber der heiligen Sache erfüllt werden. Niemand ist auf Erden, der mich vertreten kann. Daher sollt ihr nicht auf Persönliches achten. Ihr habt nur einen Vorgesetzten für immer, die Empfindung. Ihr sollt rein und selbstständig arbeiten, denn eure Führer und Helfer stehen euch zu jeder Zeit zur Seite, zumal es um die heilige Sache geht. Aber auch so. Achtet darauf, durch eure Gedanken wird alles geleitet. Sie sind die Kanäle von oben über die Empfindung zum Gehirn. Ihr braucht nur darauf zu achten, euer Zwerchfell gibt euch keine Ruhe. Es ist eins mit der Empfindung. Genauso lässt euch die mitgegebene Sehnsucht keine Ruhe. Achtet aufeinander, sprecht miteinander und ihr kommt enger zusammen. So bilden sich in der Not unter euch im Erkennen kleine Gruppen, die im Stillen mir nahe kommen. Ich habe euch versprochen zu helfen. Nur müsst ihr mir entgegenkommen mit euren Wollen als Tat. Nur so zeigt ihr, dass es in euch echt ist. So gehört er zu den wenigen, die ich einst zu mir raufholen werde. Das sind die Auserwählten.
Bedenkt, so wie es jetzt weitergeht, geht alles zurück, weil es steht. Das heilige Wort lässt das nicht zu, keine Sekunde. Darum lebt und baut ihr Menschen nur noch kurze Zeit. Helft einander, steht zusammen, seid ganz, ganz ehrlich zueinander, da ihr alle aus einem Stamme seid. Keiner steht höher, wenn es um die Erfüllung geht. Da darf der irdische Stand keine Rolle spielen. Genauso wenig wie beim Abscheiden. Es heißt nicht umsonst, eure Werke folgen euch nach. Ihr müsst zwei Gruppen bilden. Eine davon, die für die Vorbereitung des Heiligen Wortes sorgt. Diese Gruppe ist die größte, die immer auf den Berg hinweisen soll, wo Friede und Schönheit herrschen müssen. Die kommenden Menschen müssen was sehen. Euer Verhalten in vorbildlicher Art, in jeder Art, im Reden, Tun und Handeln, ist oberstes Gesetz. Sonst weh, da das Durchdringen des Heiligen Wortes davon abhängt. Makellos muss gelebt werden. Dafür habt ihr gelobt. Bedenkt, der Ansturm, der kommen wird, liegt in eurer Hand. Treibt aus alle, die nicht echt sind. Die erste Gruppe zählt die meisten Menschen. Dadurch ist es leicht, dass sich mancher verschanzen kann unter der Menge, die sehr schlecht sind. Ich sage euch, achtet auf dies, seid wach. Ich wollte nie verehrt werden. Das tun nur Schmeichler und Schmuser. Es ist falsch. Es ist falsch. Sachlichkeit ist das Wahre. Ihr seid alle Diener des Höchsten, so auch ich. Besprecht alles miteinander, wobei jeder Stand vertreten sein muss, da unter dem sogenannten Mittelstand die meisten Größen vertreten sind. Deswegen galt der Aufbau der Mittelstand. Auseinanderzuziehen, weit und breit. Aus jedem Satz kann viel geschrieben werden. Müht euch, klemmt euch dahinter. Über alles habe ich Andeutungen gemacht, sodass ihr weiterkommen könnt. Stellt es zusammen in Bild und Schrift. So wird euch andauernd neues Erkennen kommen. Da ich hinter euch stehe, gebend und treibend. Einige von euch sollen es schriftlich niederlegen, die von der bestimmten geistigen Schule sind, daher in der Liebe schwingend. Es darf das Weitergegebene, Weitertreibende nie liegen bleiben. Dafür hat die zweite Gruppe im Stillen zu sorgen, der Erstgenannten zu helfen und zu geben. Ich selber will noch 40 Jahre bei euch bleiben und euch schulen, wie alles hier und drüben gesetzmäßig webt und strebt und lebt. Ihr müsst ganz besonders vertraut sein im Stillen, zusammenarbeiten, da darin die Krone liegt, ständig gebend zu sein. Das heilige Wort darf nie zur Gewohnheit werden, weil es lebt. So muss ständig Neues dazukommen in Wirken der zweiten Gruppe, die es auch empfängt.
achtet darauf. Noch etwas. Jeder Mensch muss sich so weit bilden und entwickeln, dass, wenn er die Erde verlässt, er drüben aufgenommen wird, eingereiht werden kann als brauchbares Glied. Deswegen soll jeder sich irdisch hier schon Gedanken machen, was er tun wird im Jenseits. Sonst versäumt er viel Zeit, da jeder eingesetzt wird, wozu er sich fähig zeigt und mit welcher Liebe er es tat. So lebt er dann im Jenseits und so trifft er es an. Der Tempel des Herrn und die Handlung. Der Tempel des Herrn war eine lange Halle aus Holz, wo ca. 700 Personen Platz hatten. Wenn man in die Garderobe kam, führte links und rechts eine Tür in den Feierraum. Links und rechts war ein Seitengang. Der Raum war bis fast zu den Stufen mit Stühlen angefüllt. An den Seitengängen hing je ein großes Bild von Parsifal, als Ritter, das andere als Richter. Vorne war ein größerer Platz, wo sich die Feierhandlungen abspielten. Dort saßen auch die Jünger im Halbkreis. Mancher Jünger trug einen silbergrauen Mantel. Diese waren Taufjünger. Diese trugen auch Dreieckhüte, sehr schön, wie in Biedermeierart. Die anderen Jünger waren in Frack. Auf der ersten Treppe saßen Apostel zum Teil im Mäntel. Rechts auf dieser Stufe stand ein Sprechpult mit einem schwarzen Tuch aus Samt, worauf ein Goldenkreuz gestickt war. Bei diesem Pult sprach ein Apostel die Einteilung der jeweiligen Feierhandlungen. Dieser trug auch einen Mantel. Auf der zweiten Stufe stand ein Pult, worauf ein großes goldenes Kreuz war. Darauf wurde das Gelöbnis mit den Worten abgelegt. Ich gelobe. Auf dieser Stufe saßen auch die Apostel mit färbenden Mänteln und in ihrer Farbe, die auch einen geschwungenen Hut trugen, sowie mit einer Straußfeder darauf, und sie trugen ein Schwert. Rechts und links stand ein Tisch mit Wein und Brot. Auf der zweiten Stufe stand auch der Fahnenträger mit der grünen Grasfahne in Uniform. Auf der fünften Stufe stand der Altar ganz in Weiß geschmückt, mit roten Rosen, was wunderbar duftete und strahlte. Vorne am Altar hing ein Tuch, darauf das Goldenkreuz mit dem Schwert und mit der Rose und Lilie gestickt, sehr schön. Auf dem Altar stand bei der Feier der Gralskelch, darum sieben einzelne goldene brennende Kerzenleuchter im Kreis, daneben die rote Taufschale mit reinem Wasser zur Versiegelung. Vor der Schale das Schwert so schräg, bis 1936 war das Schwert in der Scheide. Ab 1936 wurde das Schwert vom Herrn gezogen, als Beginn des Gerichtes. Hinter dem Altar stand das Sprechpult des Herrn. Auch hing vorne am Sprechpult ein violettes Tuch mit goldenem Kranzkreuz aufgestickt herunter. Bei diesem Pult sprach der Herr das maßgebende heilige Wort, so wie die heilige Feier geführt wurde. Der Herr stand die ganze Gralsfeier. Neben ihm saß Frau Maria rechts, links von Irmegard. Frau Maria in schwarzem Mantel, von Irmegard in lichtgrünem Mantel. Der Herr trug einen violetten Mantel. Am Rücken war die Lotusblume gestickt. Darunter ein weißer Talar. Neben den hohen Damen stand jeweils eine 2 Meter hohe Pylone,
darauf je ein zinnarmiger Leuchter mit brennenden Kerzen. Außerdem stand jeweils jedem der beiden Seitentische ein zwölfarmiger Leuchter mit brennenden Kerzen. Hinter den Herren war der Feierraum mit einem weißen gefalteten Vorhang von links nach rechts abgeschlossen. Aber hinter den Herren war auf diesen weißen Vorhang in Kopfhöhe auf einem großen grünen Tuch, das leuchtet Gottes Angesicht. Vier Öfen vor der Feier Andacht geheizt, die je in einer Ecke standen. Die Schwingung in diesem Tempel war von so einer schönen Art, wie sich nur der vorstellen kann, der ehrlich und treu war. Für diesen war der heilige Wille zugegen. Der Herr der Welten, Parsifal, verstärkt es noch durch seine Anwesenheit.